Ja, hallo meine lieben Freunde und da sind wir wieder. Ich wünsche euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Far Cry 3. Juhu! Es ist mal wieder an der Zeit, etwas zu zocken. Ja, am Montag konnte ich leider nicht wegen Silvester und so, aber naja, ich denke, ihr könnt das verstehen. Und ja, im letzten Part haben wir hier das Holzfäller-Camp ein wenig durchsucht und ein wenig aufgeräumt, würde ich mal sagen. Und haben mir so richtig fett Stress gemacht. Kannst du da auch hochklettern, Dicker? Komm, halt dich fest. Wow, da hinten ist einer. Oh, böse. Was macht er da? Ach, ich glaube, den kill ich einfach mal mit meinem Pfeil. Obwohl, nee, ich will hier eigentlich eher hoch. Ich will jetzt ein bisschen die Cash abgreifen, weil das muss auch sein. Ich nehme jetzt erstmal meinen Bogen hier mit, weil das ist viel cooler, wenn man hier mit durch die Gegend kurst. So, schön. Kiste halten, Kiste plündern. Kaputter Teddybär. Oh, wie traurig. Ich mag aber nur ganze Teddybären. Wo ist denn hier die andere Kiste? Bin ich blind? Schätze. Lol. Warum bin ich so blind? So, da kann man hier ins Wasser rein, aber ich will jetzt eigentlich eher... Aua. So, aber hier... Ach, da. Ah, gefunden. Okay, schön. Rostige Posaune und 28 Geld. Was gibt's denn da noch Schönes? Eigentlich will ich den Typen abmetzeln. Was kriege ich denn davon? Gibt's hier hinten vielleicht noch irgendjemand an... Wow. Ah, Ratte. Cool. Kann man die auch töten? Ich glaube nicht, aber naja. Auf jeden Fall ist da einer. Das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn wir hier wieder... Heile rauskommen. Lol. Okay. Was macht der da? Der Arme. Der stirbt da einfach. Lol, und warum machen die das? Sind alle total gesenkt. Vielleicht hat hier irgendjemand angegriffen. Merkwürdig. Ich glaube, hier war doch irgendwo so ein Dingens. Ich will. Wo ist dieses Vieh? Genau du da. So, schön. Jetzt habe ich dich kaputt gemacht. So, hier heute. Schlitz? Was ist das eigentlich? Achso, ein Kasurleder. Cool, cool. Aber wir wollen jetzt erstmal wieder dahin zu der neuen Mission. So, schön, weil im letzten Part haben wir ja ein bisschen... Hier. Ah, cool. Freut mich, dass der Leopard ist. Super, man sieht ja gar nichts. Nein, 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 nein. Komm wieder hoch, Dicker. Komm hoch, du schaffst das. Ah, wir haben das Dschungeltagebuch beendet. Schön. Wo will ich denn jetzt hin? Eigentlich bin ich an einem voll praktischen Platz. Es gibt total viele Sachen. Aber ich will hier, glaube ich, erstmal noch ein Kasurleder. Weil mit zwei Kasurleder können wir uns irgendwas bauen. Aber wo ist jetzt eigentlich unsere nächste Mission? Die müsste doch hier hinten irgendwo sein. Oder ist der wieder da, wo wir uns auskennen? Hallo? Ach, da! Wir können erstmal wieder bei Dr. Earnhardt ein wenig dran vorbeischauen. Da können wir hinfahren. Dann können wir hier so außenrum machen. Hier so ein bisschen Buschtour. Würde ich sagen. Ja. Was gibt's denn hier? Oh, wie cool. Hier ist der richtige Bandenkrieg. Cool, wenn du mich siehst. Super. Dumm. Okay. Cool. Hier sind ja überall Menschen. Wie lustig. Ach, die räume ich auch noch weg. So, ich habe beide getötet. Freut mich. Ihr seid doch alle total blöd. Ach so. Euch habe ich gar nicht gesehen. Cool. Wo bist du? Da. Schön. Ich weiß, dass ich ein Arschloch bin, aber ich will dich töten. Und dich töte ich auch noch. Auch wenn du da hinterm Busch bist. Och, nö. Ah, cool. Wow. Ich bin ja... Ah, ich glaube, mein Fahrzeug ist kaputt, oder? Auf jeden Fall ist hier noch ein Kasurvieh. Ach, den überfahre ich. Komm. Komm mir vor die Reifen. So, den Typen habe ich schon mal getötet. Freut mich. Und jetzt gibt es hier doch bestimmt noch einen Spaten, glaube ich. Beziehungsweise bis gerade eben. Das sieht bestimmt total krank aus von außen, was ich hier anstelle. Du bist doch gar kein anderer mehr. Geh ich mal hier raus. Und hol mir hier die Kasurviecher, die hier rumlaufen. Weil die sehen nämlich ganz schön aus. Und bleib mal stehen, dickes Vieh. Habe ich dich nicht getroffen? Ich habe dich doch 100 pro getroffen, Dicker. Ja, habe ich doch 100 pro getroffen. So, genau. Ich hab dich doch getroffen. So, fertig. Tot. Bäm. Schlitz. Mist, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe nur noch einen Pfeil. Wow. Scheiß Vieh. So. Nein, dich wollte ich eigentlich nicht verarschen, sondern ich wollte mich jetzt eigentlich erstmal heilen. So. Ach so. Och ne, jetzt kommt hier irgendwas angefahren. Die kommen um die Ecke.
Ist nicht schön. So. Ich bin ja schon dabei, da kann ich die auch noch häuten. Ich glaube, jetzt habe ich gar keine Pfeile mehr. Doch, einen habe ich. Schön, freut mich. Und die Teile hier freut ich jetzt auch noch. Davon kann ich irgendwas bauen, weil die Teile sind ja auch relativ selten, glaube ich. Boah, interessiert mich nicht, ob du das gut findest. Alter. Och, nö. Ah, cool. Stirb. Ich will dich. Super, ich habe doch nachgeladen, Dicker. So. Oh, fuck. Ich wurde von diesen Teilen umgebracht und jetzt wurde ich auch noch... Oh, super, klasse. Boah, ich glaube, ich brauche einfach mehr Leben für dieses Game. Das ist einfach zu hart, dieses Game für mich. Ich brauche eindeutig mehr Leben. Man kann sich doch irgendwelche Westen kaufen oder sowas. Das ist doch eigentlich voll praktisch. Jason, das war sehr gute Arbeit. Ich weiß, dass ich das sehr gut gemacht habe. Erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, warst du im Lösegeld-Videos in der PC auf. Super. PC? Interessiert mich nicht. So. Ich kann auch jetzt bestimmt irgendwas herstellen. Ich habe ja diese Kasurleder-Viecher, oder nicht? Bin ich mir eigentlich ganz sicher. So. Vielleicht geht's hier. Was brauchen wir für den? Dingo-Fell. Die Brieftaschen. Kasurleder. Ich hatte doch zwei Stück, oder? Nur weil ich gestorben bin, zählen die nicht mehr. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason. Die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Cool, freut mich. Aber das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal zu Amanaki, weil wir da erstmal was Schönes kaufen müssen, weil sonst funktioniert das nicht, weil ich möchte erstmal neue Munition haben und sowas, weil sonst macht das hier alles herzlich wenig Sinn, wenn wir da mit Low Munition da reingehen und dann nicht schön aufräumen können. Oder vielleicht können wir uns auch irgendwas updaten. Ich habe keinen Plan, wie viel Geld wir haben. 140, das ist natürlich ein bisschen wenig. Dafür kriegen wir gerade mal die Munition voll. Wenn überhaupt, ich bin mal gespannt, ich hoffe, Mist, wir brauchen eindeutig mehr Geld. Wir hätten auf dem einen Posten bleiben sollen, die einfach abschnitzeln. Munition, Inventar auffüllen, okay. 10 Pfeile, 40 Munition, Pistolenmunition, eine Granate, okay. Schön, dann haben wir jetzt hier alles voll und das nächste, ach, wir könnten uns ja eigentlich auch alles verkaufen, was wir hier haben, oder? Schnellverkauf, ja, die ganzen Fälle brauchen, obwohl die ganzen Fälle sind eigentlich relativ selten, aber ich weiß nicht. Ach, egal, so ein Hirsch oder sowas finden wir alles wieder. Nein, das Tiger, alles, bloß das Tigerfell dürfen wir nicht verkaufen. Weil das ist nämlich... So. Okay, dann machen wir das einfach so. Ja, ich will das... Oh, fuck. So, dann machen wir den noch. Das Hirschfell weg, das Ding Fell weg. Dann haben wir danach nämlich auch wieder den Cash, jedenfalls ein bisschen. Weil so ein Tiger ist ja auch ganz schön selten und für irgendwas, bin ich mir sicher, braucht man das auch. Wildschwein, achso, das ist Schweinsleder. Jaguar, beziehungsweise Leopard ist nicht so selten, würde ich sagen. Und daraus können wir uns noch Spritzen bauen. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Cool, okay, also heißt das, wir sollen noch mehr Funktürme holen. Ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Können wir uns ja ein paar Funktürme gammeln, würde ich, oder ein bisschen gemmeln wir hier durch die Gegend. Wollen wir dahin? Oder gehen wir lieber dahin? Wo wir haben ja auch keinen. Was ist das da eigentlich? Verschollene Expedition. Oder wir könnten ja auch einfach mal Missionen machen, die hier bei uns sind. Prüfung der Raikat. Oder Raiyaki. Raiyaki, oder? Raikat. Egal, ist alles das gleiche. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Das ist ein Affe. Der relativ eklig aussieht. Ich will dich töten. Nein. Spaß. Wir wollen ihn nicht töten. Ich will nur irgendwie lieber... Wo, ich habe doch jetzt die Spritzen benutzt, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Bei Herstellung. Nee, die Spritzen habe ich nicht benutzt. Also wurde das dann einfach alles komplett gelöscht, was wir gemacht haben. Mist. Bisschen scheiße, ne? Aber dafür haben wir jetzt wieder volles Equip. Ach, den kleinen Weg können wir jetzt auch hier rauf rennen. Obwohl, wir könnten uns hier dieses kleine, lustige, rote Auto nehmen und hier ein wenig mit durch die Gegend kurven. Ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ab hier rein. Schön. So. Rein damit. Und jetzt ab um die Ecke. Rum. Schön. Ah, schön. Yalla, yalla. Nein. Das ist Bongo-Musik. Cool. Ah, wir haben einen Billing Mercedes mit einem C-Stern. So, hier müssen wir hoch. Wow. Das war ein wenig schnell. Ach, wo, wir schaffen das. Brumm, 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 brumm. Und hier parken wir. So. Wir haben schön brumm, brumm gemacht, würde ich sagen. Ah, hier ist eine Kiste. Cool. Kiste plündern. 34 Geld. Freut mich. Ah, was ist das denn? Interagieren.
Deine Bestleistung, Spieler in dieser Prüfung, Reiki hat teilgenommen. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Aha. Okay, was ist das denn? Sunop, Bonus. Zeitbonus, lautloser Kill, 25 Punkte, Kopfschuss-Kill. Töte so viele Gegner mit den verfügbaren Waffen. So, Angreifer-Kill. So, den machen wir. Takedown, bam! So läuft das, Leute. Achso, das ist... Ach, das ist sowas. Ah, cool. Dann laufen wir dem da hier einfach alle mit Takedown durch. So, Schlitz. So, den haben wir schön gekillt. Nachladen natürlich. Ah, cool, die laufen hier also so lang. Schön, wenn die von hier kommen. Bam, Takedown, Schlitz. Der mich mal schön weckelt. Stirb, du Wichser. So, bam. Schön. Ach, dann kommen die jetzt von oben. Ach, Dicker, stirb doch einfach. Seid doch alle schwanger. So, bam, schön. Gibt's hier nicht irgendwie so ein Heilkit? Komm, Heilkit. Geh ich mir mal ein paar. Ja, interessiert mich nicht. So, stirb, Dicker. So, ach so, von hinten ist, kommt noch mehr. So, Angreifer-Kill. So, cool, was ist das da? So, cool, was gibt's hier noch? Mist. Okay, wir haben das erste haben wir geschafft. Schön, was kriegen wir denn? 250 Geld. Cool. Ey, das ist eigentlich richtig lustig. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, machen wir noch eins. Ist eigentlich ganz lustig. Verteidiger-Kill, Personal da. Lautloser Kill bringt 25 Punkte, ist eigentlich voll praktisch. Die dürfen wir nur einmal nicht auffallen, dann müssen wir die alle mit dem Takedown von hinten abschnitzeln. Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. So, Angreifer-Kill. So, schön. So. Die sind lautlos. So, cool. Was ist das? Da hinten ist doch einer. Cool. Dann sprinten wir einfach mal hier so lang. Ah, Dicker stirbt. So, wir hacken hier einfach so ein bisschen rum. Bam, Schlitz, Angreifer-Kill. So muss das sein. Jetzt gehen wir hier rum. Wow. Ah, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Mist, wir sind tot. Wir sind tot, oder schaffen wir es noch? Schaffen wir das noch? Kuh heilen? Nee, wir haben es nicht geschafft. Mist. Aber ja, ja, Mist. Okay, nee, lassen wir das lieber. Machen wir lieber was anderes. Obwohl, das ist eigentlich ganz cool, diese Rakia-Prüfung. Gibt immer ein bisschen Geld, wenn man es will. Ist gar nicht mal so schlecht. Das war sehr gute Arbeit. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Boah, ist das nach jeder, ist das nach jeder Mission? Wie blöd ist das denn? Aber ja, auf jeden Fall haben wir das erstmal jetzt gut geschafft. Und um zum nächsten Dingsabumsatz zu kommen, gehen wir erstmal dahin. Schnellreise zu diesem Ort immer doch. Interessiert mich jetzt nicht, was der Dennis uns erzählen will. Das hat er uns nämlich schon dreimal erzählt. Oder zweimal oder einmal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat uns schon ein paar Mal erzählt und das muss alles nicht sein. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Cool. Die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Super, freut mich. Echt klasse. Wir haben jetzt, obwohl ich hätte gerade eben echt eine geilere Waffe gern echt benötigt, wäre echt praktisch gewesen, vielleicht so eine LMG oder sowas, ist echt geil gewesen, aber wir machen jetzt erstmal, was ist das hier denn, ach, noch eine Rakiat-Prüfung, oder Rakiat, so, jetzt gehen wir erstmal hier zum Funkturm, den müssen wir jetzt erstmal ein bisschen wegeliminieren, am besten laufen wir mit der AK rum, ist ein bisschen praktischer, können wir damit auch nachladen, achso, das heißt, dass ich noch zwei volle Munitionsviecher habt. Da hinten ist eine praktische Brücke mit... Ach, das sind Zivilisten. Okay, das ist ja dann alles easy. Alles easy. Juhu, yay, wir sind total cool. Wir laufen hier eiskalt durch den Wald und können einfach alles. Juhu, ich habe nur irgendwie Angst, dass hier gleich irgendwas von der Seite kommt. Vielleicht so ein Wildschwein oder so weiter. Und dann sind wir tot. Bam, wusel, wusel. So muss das sein. Wir haben noch 6 Packs zum Heilen. Wir haben noch 7 Spritzen. Aber ganz ehrlich, wo sind hier eigentlich die ganzen Tiere? Oder vielleicht ist das hier wieder dieses Tiger-Territorium.
Weil das war ja vorher hart, wo wir den einen Tiger hatten und der uns einfach im letzten Part einfach so... Wow, yo. Fuck. Okay. Ich hab gedacht, das wird einfacher. Ich will aber eigentlich gar nicht langlaufen. Ich hab keinen Bock auf euch. Verzieht euch. Geht dahin, wo ihr herkommt. Cool. Ich will doch hier nur zu dem Aussichtsturm. Ach, der ist da hinten. Holy shit, dann hole ich mir dafür doch locker noch ein Auto. Lol. Okay. Kann auch nicht richtig fahren. Vielleicht kriege ich den abgegriffen. Nee, zu heftig. Was ist denn hier? Ist hier so ein Hauptlager oder wie? Ich will nur ein schönes Auto haben. Okay, Busch bietet mir auf jeden Fall Schutz. Ich brauche doch nur ein Auto. Wir verstecken uns hier hinterm Busch. In der Hoffnung, dass hier nichts ist. Weil diese sind ja gerade eben abgesoffen. Vielleicht kriegen wir den hier like a boss hin. Komm. Cool. Typ hat uns auf jeden Fall nicht gesehen. So, voll in die Eier. Ach, das ist ein Bär. Hab ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall wollen wir hier unsere Pfeile wieder haben und dann... Ach, vielleicht können wir den Bär einfach überfahren. Ja, wir überfahren jetzt den Bären mit diesem geilen Auto hier. So, bam, hier machen wir gleich wieder brumm, brumm und dann ab auf den Bären da. Brumm, 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 brumm. Wow, ja, überlebt er viel. Wo ist der scheiß Bär? Ah, cool. Ihr habt jetzt also wirklich die Hoffnung, dass ihr mich alle kriegt. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Mal ganz ehrlich. Ah cool, boah, ist der Bär widerspenstig. Ich will doch hier die ganzen kleinen Wichser töten, komm. Zielt auf den Benzintank, super Nummer. Och nee, so. Dann machen wir hier noch kurz einen Poco-Curse. So. Boah, yo. Wenn du denkst. Okay. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Ich mach mal kurz Wände. Jetzt laufe ich hier erstmal weg. So, bam. Hab ich jetzt mal kurz hier hinten stehen. Und jetzt auf die. Oh, cool. Bam. So, schön. Boah, ja, warum habe ich den jetzt abgehoben? Was ist das für ein Kack? Bam, 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 bam. Ah, cool. Okay. Guckst also einfach nur zu. Bringt das Fahrzeug zum Stillen. Cool, okay. Echt schön, aber irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Warte mal. Nein, warum auf die Reifen, Alter? Mach hier was viel Einfacheres. So, schön, freut mich. Schieße meine Fresse, okay, schön, freut mich. Ach, egal. Scheiß auf das Bärenfell, wir finden bestimmt noch ein paar Bären im Laufe des Let's Plays, würde ich sagen. Wir müssen jetzt einfach mal so ein bisschen chillen hier. Oh, fuck. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das machen. So, bam, schön. Boah, verzieht euch doch einfach. Ich will hier doch gar nichts. Wir haben hier so eine richtig schöne Aussicht hier auf dem Auto, würde ich mal sagen. Wow. Achso, die haben ja auf den Tank geschossen und deswegen bin ich draufgegangen. Cool. Hammergeil, würde ich sagen. Obwohl, es ist irgendwie nicht, nein, es ist auf keinen Fall hammergeil. Jetzt erzählt uns Dennis wieder, ach nee, es ist das schon wieder. Ja, ich weiß, Dicker. Ich weiß, ich weiß, ich hab Skill. Hör auf. Bitte. Ach, wir haben wieder 2 Punkte zum Updaten. Hm. Irgendwas gegen diese Viecher. Adrenalin, teilweise gelehrte Gesundheitsfehler. Verbesserte Erste Hilfe. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Bin in der Mission. Was gibt's hier bei den schönen Spinnen? Können wir schneller schwimmen. Ist eigentlich auch ganz praktisch, würde ich sagen. So. Schön. Dieses war's, nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. Cool. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Cool. Ich weiß, dass es ein Gefängnis ist und das freut mich überhaupt nicht, denn ich will einfach nur hier diesen Funkturm haben. So, wie fahren wir denn jetzt am besten? Müsste ich mal jetzt kurz überlegen.
Wir sind jetzt da, ja. Erstmal müssen wir hier richtig fett runter. So, schön. So richtig schön runterkurven. So, ab hier lang. Ist doch hoffentlich die richtige Richtung, oder? Ja, genau. Achso, da sind wir ihn ja schon. Dann können wir einfach hier lang fahren. Dich nehme ich durch. Bäm. So, schön. Du bist tot. Das sieht mich nicht. Wir fahren hier einfach eiskalt weiter. Das kann dir eh nichts aufhalten. So, fahren wir einfach schön. Lol. Die denken auch wirklich, dass wenn sie mich sehen, dass sie mich töten, oder? Ach, da sind schon wieder zwei auf der Straße. Ich fahre euch doch alle einfach nur um. Ich weiß echt nicht, was ihr habt. Das bringt euch gar nichts. Ich fahre doch einfach nur hier lang und ihr kriegt mich eh nicht. Ganz einfach. Obwohl, die haben mich schon ein paar Mal angeschossen, würde ich sagen. Ah, da gibt es also einen Lautsprecher. Vielleicht können wir da reinsprechen. Dann haben wir so eine riesige Durchsage, würde ich sagen. So, ab hier jetzt den Berg hoch. Ah, nicht... Oh. Sind ja noch mehr Gegner. Wie scheiße ist das denn? Wo sind hier denn so viele Gegner? Wow. Ah, komm schon, dummes Auto. Du schaffst das. Ab hier hoch. Hier so wie hier im Kringel. Ab hier hoch einfach. Och ne, nicht gegen die Palme, du blöder Sack. Alter. So schwer ist das doch gar nicht. Wen schießen die eigentlich? Die schießen auf mich. Cool. Jetzt bleiben wir hier stehen. Jetzt warten wir einfach, bis die hier kommen. So. Wenn ihr jetzt hier kommen wollt, dann könnt ihr jetzt mal schnell kommen, weil sonst mache ich euch noch vorher tot. Ah, cool, hier kommt also nichts. Fein. Ah, und das ist ein Hund. Ab hier hoch, dann kriegen die mich eh nicht. So, cool. So, jetzt kriegt mich der Hund auch nicht mehr. Schön. Das freut mich doch. Ich mag es nämlich nicht, Hunde umzubringen. Das ist nämlich irgendwie... Das macht man nicht. Schön sieht es auch nicht aus. Kann man hier irgendwo runterfallen? Kann man hier irgendwo hoch? Das ist... Hä, was machst du da für einen Scheiß? Ich will ja nicht wieder runter. Ich will ja nur hoch. Gibt es hier nicht irgendwie so einen Weg? Alter, der ist echt zu blöd, um hier hochzulaufen, oder? Kann man sich hier nicht irgendwo festhalten? Komm schon, hier muss es doch einen Weg geben. Vielleicht, wenn ich hier drauf gehe. Hüpf, hüpf. Hüpf. Wo gibt es denn hier? Kann man sich denn hier festhalten? Voll beschissen. Ach so, hier. Okay. Ja, ich habe schon gedacht, das wäre gar nicht möglich, aber es ist zum Glück möglich. Ab hier hoch. Bam. Schön, so muss das sein. Okay, der Part wird ein bisschen länger als sonst. Boah, es ist eine riesige Kiste. Ist was drin? Nee, schade. Das wäre richtig cool gewesen, aber wir brauchen noch ein bisschen, bis wir oben sind. Vielleicht gibt es hier auf der Etage wieder eine Kiste. Nee, gibt's nicht. Schade aber auch. So, jetzt gehen wir hier wieder hoch. Schön. Wussel, wussel. Kletter, kletter. Sugar, sugar. So geht das. Juhu, yippie, yay, yay. Und wir sind auf dem höchsten Platsch. Auf dieser Mini-Angel. Da ist die Box. So. Box nehmen. Schön. 29 Geld. So, wo ist hier dieses Scheißdings? Der Wumster da. So. E für interagieren. Schön. Bam, flup, flup. Aufhauen. Du machst wieder Klick. Klack. Bam. So, schön. So muss das sein, Leute. Würde ich sagen. So. Das ist eine coole Höhle, haben wir gerade eben gesehen. Oder doch lieber ein Tempel. Ist ja auch hammergeil, würde ich sagen. Oder lieber doch ein kaputtes Flugzeug. Hm. Ach, egal. Wir werden im nächsten Part herausfinden, wo wir lieber hinwollen. Hier gibt es ja so schrecklich viel. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns demnächst wieder am Freitag. Und haut rein. Bis dann.